anlamak gelen Toda Norris'i sürpüstü. Yücak von Keita, 123 menşürüşler. Amerikanın birinci şansı olacak bir platform. İlk günden şu an yok bir denme şekil aksin. 212 Männer befinden sich zu diesem Zeitpunkt auf der künstlichen Insel im stürmischen Nordsee. Ich war einige Minuten, vielleicht eine halbe Stunde auf Schiff. Plötzlich krachte es und ich spürte eine sehr starke Erschütterung, als ob eine besonders große Welle die Plattform eingeschlagen hatte. Das war ja nichts Ungewöhnliches. Aber nach einigen Sekunden begann die Plattform zu kippen. Und sie kippte so stark, dass ich verstand, dass hier etwas Schönes passieren war. Ich griff dann so schnell, ich konnte das Funkgerät. Und sendete das Mayday, Mayday, Kierland gibt. Denn jetzt war klar, dass etwas ganz Furchtbares passiert. Da war er nicht gefunden. Die Evakuierung der Plattform beginnt. Die Männer stürzen unter. Doch sie haben keine Chance, die Insel sicher zu verlassen. Da fahren zwei Rettungsboote und viele Leute gingen in die Boote und warteten darauf, dass sie herabgelassen wurden. Doch die Mannschaft war jetzt durch die innere Ecke und die Boote der Netzen zu den Kanaten wurden nach und nach zerstört. Und die Seeschulte fallen sich in die Plattform hinein. Die Stahltrossen reißen. Eigentlich konnte sehen, wie Menschen davon erschlagen wurden. Mich selbst zog dann der Sog nach. Plötzlich war es still. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Alles war schwarz. Meine Rettungsweste trieb nach oben. Da begriff ich, wo oben war. Er schrieb die Luftwaffe an. Ich starrte an Ewigkeit. Ich schwamm und schwamm und schwamm. Und plötzlich sah ich unten ein grünes Licht. Ich sagte zu mir selbst, dort ist es. Dort ist die Luft. Und ich fragte mich für die Räder, der Licht. Ich schwamm aus dem Haus zwischen vielen anderen. Einige waren schon tot, dann sterben. Viele waren schon tot. Weil der Schimmel war weg. Lag Stunden, lag